movie in my mind. Tschüss Leute und herzlich willkommen. Ich wollte heute euch eigentlich mein neues Lieblingsmusical vorstellen und dann ist mir eingefallen, okay, wenn ihr noch gar nicht so in touch mit Musicals seid, seid ihr vielleicht einfach komplett überfordert auch, wenn ich euch sag, hey, dieses und jenes und ihr sagt so, was, keine Ahnung, wie soll ich je rausfinden, was das ist, worum es geht, etc. Und da komme ich ins Spiel. Ich erkläre euch jetzt, wie ihr Musicals hypen könnt, ohne 1 Milliarde Euro ausgeben zu müssen, um zum Broadway zu fahren und sie zu sehen. I got you, babes. I got you, babes. Eure Freunde werden mich hassen, so wie meine Freunde mich hassen, wenn ich Musicals hype, weil dann einfach eine Woche bis einen Monat nichts anderes läuft. Aber leitet sie weiter an mich, ich nehme den Hass auf mich. Und jetzt genießt meine Anleitung, wie ihr Musicals lieben könnt, ohne am Broadway leben zu müssen. Let's go! Am allerwichtigsten finde ich, dass ich erstmal mit dem Musical, mit der Story was anfangen kann, weil ich connecte zu den Liedern nur, wenn ich irgendwie eine Relation zur Story habe. Darum hasse ich Cats, was soll ich mit Katzen, die auf der Welt rumrennen und zusammenhanglos irgendwelche blöden Songs singen. I don't relate. Ich bin ein Hundemensch. Wären's Hunde? I'm in. Flight. Ja, schon. Von daher, googelt Inhaltsangabe von einem neuen Musical. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel sage, ich sage euch Bear a Pop Opera und ihr sagt, was soll das sein? Googelt kurz nach und ihr seht, schwule Jungs in einem katholischen Internat. Klingt eigentlich ganz spannend. Wie erfahre ich mehr darüber? Schritt Nummer 2, geht auf Spotify. Spotify hat so gut wie alle Cast Recordings, die man sich vorstellen kann. Und wenn nicht, findet man auf YouTube irgendwelche Uploads. Wenn Content-ID und Artikel 13 nicht striken, dann hat das seine Daseinsberechtigung. Ich komme aus der Fandub-Szene. Wir haben früher illegal japanische Animes auf Deutsch übersetzt und hochgeladen, bis sie weggestrikt wurden. Guten Morgen, Tasusa. Ist es nicht ein schöner Tag? Schöner Tag? I don't judge anyone. Wenn ihr dann sagt, hey, Bear, richtig geile Tracks eigentlich und man kann das so richtig cool anhören, richtig nice Musik, hat was Rockiges, hat was Poppiges, die Themen sind extrem geil, sind richtig sweet Dudes mit sweeten Songs. Geht auf Wikipedia. Da findet ihr oft komplexe Zusammenfassungen. Wenn nicht auf Wikipedia, googelt es einfach, aber wirklich große Zusammenfassung, wo ihr habt Akt 1 Fließtext, Akt 2 Fließtext und dann habt ihr meist wirklich, okay, Peter, unser Charakter, wacht auf in der Kirche, in Klammern, Song 1. Du weißt, das ist das Setting, das passiert gerade. Dann wird beschrieben, was zwischen den Songs passiert, wie die Charaktere sich entwickeln. Dann kommt Song 2, meinetwegen. Dann steht in den Klammern dann der und der Song. Und man kann sich in seinem Kopf, das ist richtig cool, es ist eigentlich wie ein Buch zu lesen, mit einem Soundtrack dazu, weil du hast so, jetzt lese ich das und das, dann höre ich mir den Song an. Dann lese ich das und das. Und derweil kreiert dein Kopf Bilder dazu. Und es ist so cool. Es ist teilweise wirklich besser, das so zu machen, als es dann letztendlich zu sehen. Ich habe das so bei Hamilton damals gemacht und dann hatte ich erstmal Hamilton gesehen und dachte erstmal so, es war so aktiv in meinem Kopf und dann stehen einfach alle nur auf einer Bühne. Und versteht ihr? Also man hat, wie in einem Buch oft auch, wenn man danach eine Verfilmung sieht, so lebendige Bilder im Kopf und es macht unglaublich viel Spaß und man kann sich damit gut so 2 bis 3 Stunden beschäftigen und danach ist man mega hyped. Und das Schöne ist, man macht das einmal und dann weißt du, welcher Song wann kommt, welcher Part was singt. Oft suche ich mir dazu dann noch die Lyrics, wo ich dann noch sehe, welcher Charakter singt gerade was und habe dann immer so 2 Tabs offen. Einmal Inhaltsangabe, dann den Song und dann gucke ich mir dabei die Lyrics dazu an. Und ja, das kreiert halt ein super schönes Stück in deinem Kopf. The movie in my mind. Das war Miss Saigon. Ich weiß nicht, ich sollte einfach aufhören zu singen vielleicht in diesen Videos. It's a musical channel. Wenn ihr das habt, ist YouTube euer Baby, denn mittlerweile gibt es richtig viele talentierte Künstler, die Animatics machen, das heißt gezeichnete Storyboard-Musikvideos zu den Songs. Ich war früher Fan, aber wenn sie so hochladen, I don't judge, weil normalerweise werden die Original-Songs benutzt, das heißt, irgendwo gibt's da ein Copyright, Verletzung? Ich hab's gesagt, es ist eine Verletzung. Das Schöne ist, die meisten Studios dulden's einfach, weil das natürlich zeigt, wie aktiv und lebendig die Community ist und wie viel kreative Eigenleistung da auch noch mit reinfliegt, wenn man dann wirklich ein animiertes Video hat. Und Hamilton, guys. Hamilton hat leider angefangen, jetzt mittlerweile die Videos auf stumm zu schalten, aber wenn ihr reingeht und die Videos von Sin anguckt, ihr könnt einfach den gesamten ersten Akt fast als Film, Animationsfilm
auf YouTube gucken. I want it. Disney, where are you? Oh, there you are. Schritt Nummer 5. Geht auf Amazon oder YouTube und schaut, ob es Mitschnitte gibt. Es gibt legale Mitschnitte, zum Beispiel von Billy Elliot, von Miss Saigon, von Phantom der Oper, Love Never Dies, Les Miserables. Es gibt Musical-Filme. All das, die Möglichkeit besteht, dass es das gibt. Und eventuell, manchmal findet man auf YouTube auch so Schulaufführungen, die jemand mitgefilmt hat. Ein netter Papa. Und vielleicht arbeitet sein Kind am Broadway in einer Show. Manchmal gibt es Mitschnitte mit komischen Namen auf komischen Plattformen. I'm just putting it out there. Ich sag nicht, guck das an. Es ist illegal, aber wenn man zum Beispiel nach einem Musical sucht auf YouTube und sich vielleicht einfach nur Fanvideos angucken möchte, vielleicht stolpert man da unbeabsichtigt natürlich über das ein oder andere Bootleg, wo die gesamte Show mitgeschnitten wurde. Ich würde sowas niemals machen. Ich traue mich nicht mehr schwarz zu fahren. Aber eigentlich ist die ganze Theater-Szene happy über diese Leute, dass es das gibt. Darf ich sowas sagen, ohne gestrikt zu werden? Disclaimer. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Bootleg gesehen. Bootlegs sind böse und schaden der Branche. Auch wenn Leute, die sich so krass für Musicals interessieren, die extra online gehen, um Bootlegs zu suchen, wahrscheinlich die ersten sind, die sich Tickets kaufen, wenn die Show irgendwo in der Nähe kommt. Lassen wir das mal so dahingestellt. Und da sind wir aber auch schon bei Schritt 6. Geht die Show gucken. So haltet ihr das Ding überhaupt am Leben. Natürlich auch durch das Stream der Musik auf Spotify. So kriegen die Lizenzgeber auch ihre Einnahmen, was extrem wichtig ist, weil wenn man sich überlegt, wie viele Leute beschäftigt sind daran, ein Musical jeden Abend auf die Beine zu stellen. Es sind einmal die Darsteller, das Orchester, die Leute im Hintergrund, Bühnenbild, Lichttechnik, bla 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 bla. All die Leute müssen bezahlt werden und das werden sie nicht, wenn ihr auf YouTube nur Bootlegs guckt. Und trotzdem bin auch ich mal ein Verfechter davon, dass Kunst zugänglich sein soll. Und wenn ich ein 11-jähriges Fankind bin, kann ich mir keinen Flug nach L.A. leisten und 2.000 € Tickets für Hamilton. Aber dafür gibt's ja meine Anleitung. Wikipedia, Spotify, Animatics, YouTube, Filme. Gönnt euch, Leute, gönnt euch wirklich. Und dann meine Chance an alle Musical-Fans. Ich weiß, Deutschland hat eine ziemlich maue Musical-Kultur, aber wir haben London und London ist nicht so weit weg. Ihr setzt euch in den Flughafen, ihr fliegt 1,5 Stunden. Teilweise bezahlt man da drüben die Hälfte von den Preisen, die man hier in Deutschland bezahlt. Wobei auch sich das in Deutschland mittlerweile ganz gut angleicht, dass man nicht mehr so eine große Diskrepanz zwischen den Preisen hat. Man sieht eine neue Stadt. Man kann das locker in einem Wochenende mal machen und einfach 2, 3 Musicals mitnehmen in einem Wochenendtrip. Und nach London, West End ist so die große Musical-Metropole weltweit nach dem Broadway, würde ich sagen. Das heißt, alles, was am Broadway abgeht, wird zwangsläufig irgendwann zum West End kommen. Und in Deutschland sind wir echt auch nicht schlecht aufgestellt. Das heißt, alles, was am Broadway erfolgreich ist, ist irgendwann wahrscheinlich auch irgendwann in Deutschland available. Gerade wenn man jetzt auch so ein vorausschauenden Blick in die Zukunft wird. Ich glaube, wir sind gerade an so einem Bereich, wo sich ganz viel in Deutschland auch tut und man vielleicht gar nicht mehr diese London-Reisen braucht oder Broadway-Reisen. Aber ich glaube, das ist dann Thema für ein anderes Video. Das waren erstmal meine Tipps, wie ihr Musicals, die ihr nicht kennt, konsumieren könnt und trotzdem auf den Hype-Train aufsteigen könnt und mit mir zusammen durch Bear the Pop Opera gleiten könnt oder jedes andere Musical. Das heißt, das ist meine Grundlage, auf die ich immer wieder verlinken werde wahrscheinlich, wenn ich jetzt Musicals vorstelle, die nicht in Deutschland leben, ich aber einfach es nicht in mir halten kann, weil ich gerade auf einem Hype-Train fahre und euch gerne mit da drauf hätte und hoffe, wir sehen uns auf dem Zug. Oh mein Gott, ey, es war so peinlich schon wieder. PS, das ist jetzt Musical-Kanal. Mua.